Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tulu 2 und danke an Vergangenheitsgronk, der mich hier in dieser echt beschissenen Situation zurückgelassen hat. Aber er konnte diesmal nichts für, weil die Platte ist ja voll gelaufen. So, und wir haben... Einen habe ich, glaube ich, gerade gesehen, bevor ich aufgenommen habe. Vielleicht war da noch eine Aufnahme drin. Der ist ja gerade lang gelatscht. Wir haben keinen Bogen, wir müssten also eventuell schleichern. So, jetzt ist die Frage. Der kommt gleich wieder rein bestimmt, ne? Da hinten latscht einer. Hier latscht gerade keiner. Oh, warte, warte. Ich habe gerade einen gehört. Warte, warte, warte. Aber wo? Ist er oben? Wo läuft sie denn hin? Warte mal. Ich höre doch einen hier. Ach, das ist sie. Ich nenne sie in Zukunft Miko. Da kommt tatsächlich einer. Hab ich doch genau gehört. Warte, 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 warte. Der bullert jetzt dagegen irgendwo. Das sind zwei. Alles klar, das sind die beiden wahrscheinlich, ne? Okay, warte, 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 warte. Keine voreiligen Schlüsse. Ich weiß nicht, wie viele hier insgesamt sind. Hängen die immer zusammen rum? Warte, ich sehe ihn oben links gerade. Fuck, zwei auf einmal. Das wird ja... Alter, der geht teilweise rückwärts. Oh, das wird schön. Also hier sneaky durchzukommen, das wird bestimmt eine Pracht. Da hinten ist noch einer. Okay, was ist denn hier? So, ich mache hier trotzdem mal ganz kurz mit dem hier, ne? Mit diesem... Oh, Alter, hier ist ja alles... Das ist ja alles scheiße hier. Was ich hier mache, ist nicht gut, ne? Ich laufe hier weiter in Feindesgebiet rein. Schön grau hier übrigens alles. Ich laufe hier weiter in Feindesgebiet rein. Die können mich hier natürlich genauso gut sehen. Ich kenne deren Strecken nicht, deren Laufstrecken. Ich weiß noch nicht, ob ich den hinteren jetzt hier weggraben kann. Das war so die Idee gerade. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob... Da ist einer tatsächlich auf dem Dach. Okay. Und die gucken sich ständig um. Oh, das ist nervig. Ein bisschen aus wie die eine, die wir gerade suchen, ne? Okay, auf dem Dach ist noch einer. Dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir jetzt zu ihr laufen, dann könnte der auf dem... Was ist hier los? Hier ist die Freude riesengroß. Okay, hier ist... Da ist er. Dich holen wir. Okay, nicht vorschnell werden. Der wird sich bestimmt gleich nochmal umdrehen, oder? Nicht umdrehen jetzt, nicht umdrehen. So, den haben wir auch. Und jetzt ist eigentlich nur noch sie da unten übrig. Damit die nicht zu laut sind. Ich mach mal ganz kurz den hier. Ah, schön hier durchs Wasser.
Da ist Nancy's. Nancy Vancy's, Gifts und Souvenirs. Achso, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich gerade den hier machen. Sie ist jetzt da unten, okay. Wir kommen hier aber nicht runter, ohne Geräusche zu machen. Ne? Wir müssen, glaube ich, über den Wagen da vorne wieder runter. Ich weiß auch nicht, ob das alle sind. Ich weiß immer noch nicht, ob das alle sind. Könnt ihr immer noch welche geben? Okay, warte, warte. Sie dreht sich gleich wieder um. Das schaffe ich jetzt nicht. Ich gehe mal durch die Leichen hier drüben hin. Weil wir sie da, glaube ich, besser kriegen. Okay, warte kurz. Sie wird gleich zurückkommen. Wenn hier noch andere rumschleichen, dann kriegen wir die auch. So, sie sehe ich gerade gar nicht. Ah, ätzend. Wir was sehen. Wo ist sie hin? Wo ist sie denn hin? Okay, da geht's noch irgendwie rein. Hier vorne geht's noch rein. Da ist noch ein Gebäude. Und wieso muss ich pinkeln? Bestimmt, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Wobei, geht inzwischen wieder. War gerade schon aufgeregter. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn hin? Da ist sie wieder. Okay. Ja, das ist nicht gut. La 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 la. Schön im Endenschritt. Aber wir kriegen sie gleich. Sie wird gleich hier rüberkommen. Genau, genau, genau. Und dann, wenn sie zurückgeht, dann schnappen wir sie uns. Möglichst nah hier ran. Wird, glaube ich, nicht klappen, aber... Nee, wird nicht klappen. Ich hoffe einfach, da hinten ist sonst keiner. Okay, da ist keiner. Hallo, Schönheit. War's das? Welche übrig? Glaub nicht. Gut. Okay. Wunderbar. Erkennst du einen von denen? Nein. Haben wir gerade wunderbar. Ich wollte gerade sagen, ohne Waffengewalt. Diese QZ ist riesig, oder? Ja. Ziemlich riesig. Und ehrlich. Glaubst du, hier sind überall Moves? Hoffentlich nicht. Ehrlich gesagt, im Vergleich zu unserer QZ damals, in Last of Us 1, ist die hier sogar noch relativ luxuriös. Ach, hier hätten wir auch überall lang gekonnt, okay. Ich meine, ist jetzt egal, so was gemacht haben, war es eigentlich ganz gut. Kommen wir da oben mal rein? Nee, ne? Da. Da ist ein Treppenhaus, aber wir können die Dinger nicht ziehen, ne? Okay. Ich habe das Gefühl... Hier. Hä? Hier? Wie versuchen wir es hier? Also da oben geht's offenbar nicht rein. Okay. Ich will versuchen, überall reinzukommen, ne? Weil, habe auch in den Kommentaren gelesen, dass, einige Leute zum Beispiel auch dieses, das Café nicht gefunden hatten in Seattle. Und, auch den Musikladen. Und ich find's eigentlich ganz gut, wenn wir möglichst viel von diesen, auch von diesen ganzen Locations hier finden würden. Vielleicht sogar, na, Easter Eggs wahrscheinlich nicht, so weit will ich nicht gehen, aber zumindest, dass wir möglichst alle Locations irgendwie auch suchen. Ja, 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 ja. Was machen? Mal sehen. Okay, hier sind wir runtergekommen, ne? Über den Wagen. Da geht's nicht rein. Vielleicht die anderen Läden noch mal ein bisschen durchsuchen. Hallo, Dina. Bei Nancy waren wir noch nicht drin. Dann schauen wir mal. Die Nancy hat sich dann selbstständig gemacht mit dem Laden. Das finde ich ganz gut. Mal gucken, was wir da kriegen. Auf jeden Fall ein... Ein Dracula-Kostüm. Sowas kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Aus dem DLC. Halloween. Ein Kostümladen. Ja, kommt mir sehr bekannt vor aus dem DLC.
Nur, dass wir hier wahrscheinlich keine lustigen Masken mehr tragen. Ist hier irgendwas? Nur Halloween-Zeug. Ja. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Ja, ich glaube, Ellie ist da ein bisschen geimpft. Ach, guck mal, das Pet Pirate-Kostüm da oben. Ich glaube, die Ellie ist da ein bisschen, die ist ein bisschen geimpft, leider mit Halloween-Zeug. Da ist schon ein bisschen Vorgeschichte. Kann man natürlich nicht wissen. Knickknacks. Können wir eigentlich das Stahlding? Ist auch voll. Wir verbrauchen einfach keine Patronen. Können wir eigentlich das Stahlrohr holen von der Dame, die wir gerade eben höflich gebeten haben, sich mal hinzulegen und die Ruhe zu bewahren? Können wir da... Ach, hier guck mal, eine Chuchu-Bahn. Da ist noch Pistölchen. Kleine Teddys. Allerlei. So dies und das. Gute Laune-Accessoires für eine gute Laune-Welt. So, ich frage mal kurz die Dame. Die hat doch so ein Rohr gehabt, ne? Hier, tauschen. Genau. Das würde ich gerne tauschen. Ach, das hat aber auch das... Nee, komm, uns ist besser. Das Rohr hat nur noch drei übrig. Hier das, lang, Ellie. Du kennst hier doch gar nicht aus. Was heißt hier lang? Da gehe ich noch nicht lang. Wenn wir hier lang gehen können, gehe ich noch nicht da lang. Wie hier lang? So, ich schaue mich hier ein bisschen um und hoffe, dass hier sonst niemand ist. Ich weiß, wir müssen zu den Gebäuden da hinten natürlich, aber wenn wir die Möglichkeit haben... Okay, das ist jetzt aber... Oder? Ich kann einfach nicht glauben, dass es hier so riesige Areale gibt, wo wir nicht kämpfen müssen. Nee, das war ein Zweig. Okay. Zweig sah gerade so aus, als würde jemand rauskommen. Guten Tag. Ich bin nicht paranoid. So. Na, vielen Dank. Vielen, vielen, viel. Oh, Kleber. Oh, nice. Oh, eine leere Schublade. Nice. Endlich mal wieder für nichts Verantwortung übernehmen. Das ist auch ganz angenehm. So. Habe ich gar nicht als Werkbank erkannt. Ja, oh, eine Werkbank. Okay, wir haben das Repetiergewehr. Das würde ich gerne ein bisschen... Den Revolver können wir ein bisschen aufmotzen. Ich würde erstmal ganz kurz beim Gewehr gucken. Verbesserung. Was können wir denn da machen? Stabilität, 40%. Kapazität haben wir auch schon gemacht. Sechsfach. Zielfernrohr, 80 Dinger. Ja klar, Zielfernrohr finde ich super. Und Schaden, 100. Ah, super. Ich kann gerade weg. Kommt auf den Skalen. Hab ich recht? Das ist einfach zu viele, die sind überall. Oh Mann. Weißt du, was ich mache? Ich speichere mal ganz kurz. Das mache ich mal eben. Hallo? So, Seattle, neue Spielarten hier. Bitteschön. Dankeschön. Das sind zu viele, die sind unberechenbar und ich wusste ganz genau, diese Tankstelle. Das war mir. Das war zu einfach. Ja, stell dich ruhig genau dahin. Achso, okay. Ich muss zuerst die drinnen holen, ne? Wenn ich die drin kriege, da ist weniger, das weniger Sichtfeld. Draußen bist du für die ganze Welt sichtbar. Okay, hier hinten ist schon mal ganz gut. Ob jemand von denen hier hinten herkommt, weiß ich nicht. Vielleicht müsste man ein Fläschchen werfen. Da fällt jemand. Los, wir sehen nach.
Oh nein, es kommen alle. Shit. Oh. Ich sehe sie! Gleich hier drüben! Ausschwärmen und suchen. Wir sind nicht allein. Okay. Der hat uns gesehen. Bis jetzt lief's ganz gut. Dafür, dass es so schlecht lief, lief's ganz gut. Es sind noch zwei, okay. Chan? Chan wahrscheinlich. Verbrecher Chan. Ja, wunderbar. Sehr, sehr gut, Dina. Sehr, sehr gut. Das war's immer noch nicht? Das war's, oder? Was mit dem Kopf? Was mit dem Kopf? Okay, warte, ich muss ganz kurz mal. Du warst echt gut drauf. Wie viele haben die dir hinterhergeschickt? Alter. So viele. Was ist mit dem Kopf? Was ist mit dem Kopf? Das wollte ich nicht. Sicher chirurgisch korrekt. Ich leg die einfach in den Halloween-Shop, dann fällt das nicht auf. So, oh, eine schöne Axt. Die sieht auf jeden Fall besser aus als unser Dingens. Und da würde ich dann eventuell mal... Da gehe ich mal ganz kurz in mich und baller mal kurz was dran. Da lohnt sich's halt auch, guck mal. So, und die Axt ist auch wieder repaired damit. Macht hoffentlich mehr Damage, ich bin mir ganz sicher. Slushy, oh, jetzt ein Slushy. Oh Gott, bei dem Wetter sind gerade 1000 Grad hier drin. Lecker. So. Okay. Und wir haben wieder keine Patrone verbraucht. Da bin ich immer ein bisschen stolz auf uns, muss ich zugeben. Wenn wir auch ohne Ballerei durchkommen. Einfach nur, weil Patronen haben relativ Seltenheitswert und wir werden die später bestimmt noch unbedingt brauchen müssen. Wir werden wahrscheinlich überredet, die zu brauchen. Und wir können erstmal ganz kurz an die Streckbank hier gehen. Und mal gucken, was wir da noch machen können. So. Okay, die können wir auch verbessern. Mal schauen, was wir machen können. Die große kann noch ein bisschen mehr Schaden kriegen, die aber auch mehr Wumms. Plus 40% Schaden, das ist gut. Nachladegeschwindigkeit 85%, auch gut. Das kostet 70, wir haben 170. Feuerrate und Stabilität. Und hier nochmal Genauigkeit. Also ich fertige erstmal Schaden hier. 40% ist gut. Ja, ich erkenne keinen Unterschied. 100, weißt du was? Ich guck mal kurz. Nein! Nein! Ich wollte nur die Waffe wechseln. Okay. Warte mal kurz. Dann schauen wir mal eben bei der hier. Kapazität, Feuerrate, Stabilität, Rückstoß. Kurze Reichweite, hoher Schaden, langsames Laden. Stabilität, Kapazität. Okay. Ich schau nochmal kurz. Feuerrate 45%, Stabilität. Rückstoß auch gut. Kapazität ist eigentlich auch sehr gut. Da müssen wir weniger nachladen. Komm, das gönnen wir uns bei der mal. Und wir können auch 4 Patronen mehr mitnehmen. Was manchmal den Unterschied machen kann. Ach, guck mal, man sieht es auch da unten, glaube ich, ne? Guck ein bisschen rüber. Okay, hier auch Kapazität. Hier theoretisch auch Schaden, haben aber der schon. Kapazität wäre eigentlich auch bei der super sinnvoll. Ob wir uns das noch leisten können, weiß ich nicht. Entschuldigung, haben wir schon 50. 40% Stabilität. Zielfernrohr haben wir schon.
Schaden kostet leider 100. Naja, das ist halt echt teuer bei der. 25% sind auch nicht das Ultimo, aber können manchmal schon den Unterschied machen. Vor allen Dingen, wenn wir zweimal ballern müssen auf irgendwen, sind das schon zweimal plus 25%. Also ist eigentlich gar nicht so ungeil. Aber für dieses Mal würde ich sagen, Stabilität brauchen wir auch nicht so unbedingt. Gehe ich hier nochmal kurz zurück. Vielleicht bei der... Ja, vielleicht mache ich hier mal Kapazität. Bei der hier Kapazität? Haben wir nicht. Okay, bei der hier Kapazität. Let's go. Alle Kugeln, die wir extra reinkriegen, können wir extra mitnehmen. Also hier kann man dann zwei Kugeln extra immer mitnehmen. Deswegen finde ich das eigentlich schon manchmal lebensrettend. So schön abgesch... Boah, wie detailliert, ne? Mit dem Abschrauben da. Jetzt hier, guck mal. Wie detailliert das einfach alles gemacht ist. Also ich habe keine Ahnung von Waffen, aber das scheint mir doch sehr detailgetreu zu sein. Wie man es halt so machen würde. Okay, gut, gut. Jo, alles klar. Jetzt können wir für die, glaube ich, wieder ein paar Kugeln sammeln. Wenn wir dann welche kriegen. Ah, siehst du? Und da ist schon die erste Kugel. Und hier. Ja, die nehme ich auch mit. So. Huch. Der kleine Knusperriegel. Oh, wir hatten aus irgendeinem Grund, ich glaube, irgendwer hat uns vielleicht ein bisschen gestreichelt zwischendurch. Habe ich nicht gemerkt. So, Wasser ist voll. Da können wir auch nichts machen, ne? Nee. Okay. Also Kloß finden wir ganz viel, was eigentlich auch relativ realistisch ist. So. Okay, hier ist... Da ist ein Fläschchen drin, sonst nichts. So. Huch, was war... Achso, hier war noch austauschen. Hier war der... Hier war unser Basie von vorhin. Ich glaube, das war's hier auch schon. Da ist noch ein schöner Bücherladen. Da können wir noch gucken gehen. La da 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 da. Ram pam pam padla. Special Cola, natürlich alles leer, alles schon leergeräumt von Leuten, weil es einfach realistisch ist, dass die Fressdinger, die Snackautomaten sind natürlich schon leer. So. Da ist nix. Okay. Bücherladen gehen wir auch gleich rein. Nur mal schnell hier gucken, dass wir da auch nicht reinkommen. Oben kommen wir auch nicht durch. Duarch. Hier ist wahrscheinlich Sackgasse. Natürlich ist da Sackgasse. Habe übrigens ein Video gesehen auf YouTube, ne, wo Seattle verglichen wird mit dem echten Seattle. Das ist echt schon krass. Muss man einfach mal sagen. Also es ist schon, das ist schon so cool gemacht einfach. Huch. Oh, schön. Mit einem Regenbogen hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob das 2013 wirklich so war oder ob man das jetzt so ein bisschen, ne, so ein bisschen so, haha, vielleicht ein bisschen neuere Zeit mit reingebracht hat. Find's trotzdem schön. Alles klar. Runner. Was ist das? Was ist denn das da? Pulled over. The... Okay, ich will mir nachher die Magazine... Weißt du was? Ich kann mir die Magazine noch angucken. Warte. The Welcome Wagon. Oh, 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 was ist da? Oh, gewagt. Ulala. Und hier noch Pulled Over. You have the right to remain sexy. Was? Was genau ist das für ein Bücherladen? Ja. Und hier auch noch... Sorority Secrets. Ulala. Erotische Lektüre. New Recruit. Oho. Mit Carl Baines. Hier mal ganz kurz schnell drauf. Mhm. So, Coffeehouse. Ich mach mal kurz den Lauschemann. Im Coffeehouse geht's bestimmt auch zur Sache, aber ich guck mal ganz kurz eben das da hinten. Okay, hinter dieser Tür. Ich würde vielleicht sogar nochmal speichern.
Ich weiß nicht, warum ich es tue. Ich muss es einfach tun. Es ist einfach, wenn es geht, muss ich einfach mal speichern. Es ist einfach, Speichern und ich, wir sind alte Freunde. Ich glaube, das bestimmt... Ist bestimmt ein Klicker, ne? Ah, ich sehe erstmal gar nichts. Da hinten kommt man nicht durch. Das ist ein Klicker auf jeden Fall. Hat er gerade aber die Tür zugemacht? Der will uns wohl nicht da drin haben, wa? Wie kann der uns denn gesehen haben? Die können einen nicht sehen. Die sind blind. Die Klicker sind blind. Die hören nur. Aber ich stand gerade und er hat mich trotzdem gehört, obwohl ich nur rumgestanden habe. Ich verstehe das nicht. Und ich sollte L1 drücken, wenn ein Klicker angreift, aber generell sollten die nicht angreifen. So, warte. Okay, der ist jetzt hier. Also wir müssen zuerst den Klicker, glaube ich, weghauen. Ich weiß wirklich nicht, wie der uns sehen kann. Oder vielleicht die Person da hinten hat uns gesehen und geschrien und der Klicker wusste dann sofort, wo wir sind, weil die haben eine Art der Kommunikation, die wir nicht verstehen können, weil die sie mit Worten verstehen, weil die alle verliebt sind. So, hau ab jetzt. Ja, nein, da kommen wir nicht durch. Okay, ich warte jetzt, bis der Klicker weg ist. Das ist so merkwürdig, weil normalerweise im ersten Teil war das auch so. Wenn du dich nicht bewegst, die Klicker können dich nicht sehen. Die können dich nur hören, wenn du zu schnell bist. Und ich kenne das halt so, wenn man stehen bleibt, ist man generell selten zu schnell. Wenn ich mit dem... Am seltensten werd ich geblitzt, wenn ich mit dem Auto parke. Könnte natürlich jetzt laut sein. Ich gehe jetzt wieder hier rein, ins Scheißhaus. Ich bin jetzt ein bisschen übervorsichtig, weil... Leck mich doch. Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz rüber ins Klo. Ich glaube, der sieht auch nichts. Hoffe ich zumindest, sonst sind wir nämlich gleich ganz am Arsch. So, warte. Der kommt wieder an. Wir kriegen das gleich hin, warte ab. Siehst du? Wieso hat er mich gesehen? Das ist ein fucking Klicker. Du hast kein Recht, mich zu sehen. Kein Recht hast du. Ich bin zu schön für dich. Zu schön. Du alte Pilzpfanne. Ah, okay, dann ist gut. Das war's, ne? Waren nur die drei, oder? Ja, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber offenbar. Und Klicker so, meine Augen sind besser geworden. Waren wahrscheinlich beim Optiker. So, Testoni, hier wieder schön viel Musik und so. Auch auf dem Scheißehause. Da gibt's nicht so viel. Hat der noch was fallen lassen? Nö, ne? Wir hätten auch von hier rein können. Okay. Ja, schön. Vielleicht wäre es von da ungefährlicher gewesen, als direkt frontal anzugreifen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Was war hier? Achso, die Tür. Okay.
geht's denn hier so? Ach, das ist die Treppe runter. Okay, die Leiter geht nicht nach oben. Ich dachte gerade schon. Future Tank. Checkers. Okay, das sind Brettspiele. Diese WLFs haben sich vor über 10 Jahren gegen das Militär gestellt. Mhm. Warum sind die immer noch so heiß? So viele Eindringlinge können hier kaum durchkommen. Ich weiß nicht. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so darum streiten. The Turning ist eine berechtigte Frage übrigens. Warum sind die WLFs immer noch so kiebig? Und die Vorräte, naja, ich vermute mal, die Vorräte werden vielleicht knapper nach 4 Jahren. Das sind natürlich die Sachen aus der alten Welt aufgebraucht, außer der köstliche Kaffee da oben. Oh, was gibt's denn hier generell? Locally sourced, small batch roasted. Mm. Okay, und ein Briefchen. Von Rebecca, mit Herzchen. Also endlich mal was Gutes. Fran, es geht los. Am frühen Sonntagmorgen. Halt deine Leute von der Straße fern. Aber pass auf, was du sagst. Wenn Isaac rausfindet, dass ich geredet habe, bin ich dran. Es sollte schnell gehen. In deiner Nachbarschaft sind nicht mehr viele Fedra-Leute. Während unserer Säuberungsaktion werden alle in die Basis gebracht. Es sollte keiner ausflippen deswegen. Das ist nur übergangsweise. Damit wir in der Schlacht gut gegen böse den Überblick behalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir in einem Bett zu schlafen. Endlich keine heimlichen Zettel mehr in diesem blöden Studio. So. Okay. Und da haben wir noch was? Ein Magazin? Ah! Lese ich später. Camouflage. Last Round, das Survival-Magazin. Alles zu Camouflage. Schützen, täuschen und verbergen mit den Besten. Unsere 15 Tipps von bekannten Experten zeigen, wie es geht. Ebenfalls enthalten 12 Klebebandmarken im Vergleich Regenwasser-Auffangmethoden. Okay, lesen wir jetzt schon mal. Achso, habe ich schon gelesen. So, Tarnung. Schalldämpfer! Fertig einen Schalldämpfer für die Pistole an. Der Schüssel lautlos macht, bis er zerbricht? Was? Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Schnellere Bewegung in Bauchlage. Oh, bitte ja. Verbesserte Schalldämpfer. Erhöhe die Haltbarkeit gefertigter Haltbarkeit 3 auf 5. Also nach 3 Schüssen sind die weg. Schnellere lautlose Kills. Oh ja, 100% Geschwindigkeit. Das will ich unbedingt haben. Also Camouflage wird genau meins sein. Schnellere Fertigkeit. Ja. Herstellungsgeschwindigkeit, ja. Ich würde gerne zu den Medikits, aber das mache ich erst, wenn ich zu viel Medizin habe. Und ich weiß, wir müssten dann hier... Lauschmodus Bewegungsgeschwindigkeit ist 2 plus 100% Bewegungsgeschwindigkeit. Ich mache vorher die 40? Ich mache beides. Schön. Und hier kommt noch Durchstehen, das machen wir auch. Tödlichen Schaden mit geringer Gesundheit. Und wir machen noch hier Schalldämpfer anfertigen. Wir können ab sofort Schalldämpfer anfertigen. Und wir brauchen dafür Lumpen und Kanister. Einen Schalldämpfer haben wir. Den ballern wir gleich auf die Pistole drauf. Drüben bei der Tanke. Würde ich vorschlagen. Ich weiß natürlich nicht, ob man das... Ich weiß nicht, ob man dazu an die Tanke muss. Ich kann es halt nur erahnen. Also eigentlich braucht man keine Werkbank, um einen Schalldämpfer aufzudrehen. Das sollte... Also ich kenne mich jetzt nicht aus. Ich kenne das jetzt nur aus Filmen. Aber da machen die das einfach so. Oh, ein Schalldämpfer. Flup, flup, flup ist dran. Weiß jetzt nicht genau, wie der hier funktioniert. Ich gehe trotzdem mal vorsichtshalber zur Werkbank und probiere das mal gerade. So, mal gucken. Pistölchen. Also wäre auf jeden Fall blöd, wenn das nur hier geht übrigens, ne? Ja, ne, hier wird es offenbar nicht gemacht. Stabilitätsschaden, okay. Wäre nämlich blöd, weil es gibt so wenig Werkbänke, dass ich nicht glaube, dass man dazu jedes Mal zur Werkbank eilen muss. Ah, der ist automatisch drauf. Alles klar, Schalldämpfer entfernen. Ach, mit so einer Plastikflasche, das ist ja cool. Okay, gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Wobei die Knarre natürlich wenig Damage. Jetzt macht die ein bisschen mehr Damage. Wir haben ja ein bisschen vorgesorgt. So, und ich glaube auch die Flaggen hängen hier wahrscheinlich wegen dem Buchladen. Wegen des Buchladens. Ich glaube, das ist der Grund, oder? Undefeated. So. Ja, wunderbar. Käffchen würde ich gerne mitnehmen. Oh, warte, warte. Jetzt kommen wir hier wieder. Hätte ich gleich mal in der Tanke gucken sollen, aber da vielleicht wieder ein Flashkin oder so mitnehmen können.
Hier geht's auch gar nicht raus. Starscreamers, hier geht's gar nicht raus. Okay, okay, okay. Moin. Oh, und ich hätte fast diese wichtige Karte. Dr. Stem. Stem. Da ist Dr. Stem. Der sieht aber sympathisch aus. Der ist Doktor unsympathisch. Ist ein Held. Eine Ausnahme. Echter Name, Jupel Roy. Jupel Roy Eltern. Jupel Roys Eltern starben an Krebs, als sie noch klein war. Sie widmete daraufhin ihr Leben der Wissenschaft, da niemand mehr den Schmerz und den Verlust erleben sollte, unter dem sie als Kind gelitten hatte. Heute ist sie als Dr. Stem bekannt und arbeitet mit Ärzten und Wissenschaftlern aus aller Welt an lebensrettenden und verlängernden Technologien. Außerdem unterstützt sie die Society of Champions dabei, Sparks erschändliche Pläne mit ihrer eigenen Technologie zu stoppen. Ihre Hartnäckigkeit und ihre Weigerung, Niederlagen zu akzeptieren, sind sowohl ihre größte Stärke als auch ihre größte Quelle der Qual. Heldin. Ja, das ist ein bisschen ähnlich wie Ellie, würde ich sagen. Bisschen ähnlich wie bei Ellie. So, das war Explosive, das kann man nicht mitnehmen. Ich glaube, hier haben wir dann auch alles. Weiß nicht, ob rechts runter noch was kommt. Grain Street. Hier sind über diese Militärwagen, ne? Die sehen noch relativ neu aus, die sind gar nicht überwuchert. Warum können wir die nicht öffnen und mal nachschauen? Vielleicht kommen wir da weiter. Ja. Ja, beruhigt euch erstmal ein bisschen, ja? Jetzt mal nicht aufregen. Okay, hier ist ein Freiplatz, da kommen wir von hinten lang. Der Freiplatz-Tiger. Ach, da kommen wir auch hier. So, ich glaube, hier wurde schon lange... Hier wurden schon lange keine Körbe mehr gemacht. So, da ist auch eine Latte, die lasse liegen. Und ein schönes Sofa. Ah. Wie kommen Eindringlinge überhaupt rein? Genau so, wie Deserteure rauskommen. Wenn du mich fragst, Deserteure sind das Letzte. Mir scheißegal. Wenn sie nicht bleiben wollen, wollen sie nicht bleiben. Verdammte Verräter. Als Stars weiß man wenigstens, woran man ist. Tja, wie gesagt, ist mir scheißegal. Sind das nur die beiden? Kann man gar nicht vorstellen. Ungünstige Position, in der ich hier gerade liege, ne? Aber... Sondern es sind noch mehr sind. Geh mal weg! Mann! Warte kurz. Genau. Bleiben die auch wieder stehen. Bleib doch nicht überall stehen, Mann. Dina, schnapp sie dir. Siehst du irgendwas? Ja, Messer in deinem Hals. War's das? Siehst du noch mehr? Noch nicht. Ich bin wirklich immer beruhigt, dass man immer eine Ansage kriegt. Wir sind Lea allein. Es wimmelt von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn es sein muss. Daydream, das ist das von vorhin, ne? Wo war... Oder? Dry Cleaners? Ich glaube, das ist das von ganz vorhin. Hier waren wir schon, ich glaube.
Hier müsste das... Ja, hier waren wir ganz zu Anfang. Da oben auf dem Dach haben wir den einen weggeholt und so weiter. Hier waren wir schon, hier waren wir schon. Kurz mal gucken, ob es hier weiterging, weil sie meinte, hier unten, bla bla bla. Ja, ich glaube, da kommen wir dann weiter. Okay. Ich laufe trotzdem hier rum, einfach nur, weil ich will nichts verpassen. Ne? Wenn da irgendwo ein Eingang ist oder eine Keller oder sonst irgendwas. Ich werde eh was verpassen. Ah, wir wären eigentlich hier lang gekommen und dann wären die beiden da gewesen. Ah, so rum nämlich. Wir haben die jetzt zum Schluss gehabt, weil wir die große Runde hinten rumgegangen sind. So, okay, das ist sehr schön hier. Ja? Oh ja, ich höre sie. Wahrscheinlich unter uns. Naja, dann ist ja ein guter Zeitpunkt, erstmal zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wie viele Leute wir dann umbringen. Denn wir sind die letzten Menschen und die zeichnen sich immer darüber aus, dass die anderen Menschen, die auch die letzten Menschen sind, einfach nochmal umbringen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.